So, Harry meldet sich heute am 11. April 2021 mit der Realität hier wieder vom Strand Maspalomas bzw. Boulevard Meloneras hier am Leuchtturm. Wir haben wenig Wind und deswegen habe ich den Schritt gewagt. Das hat aber auch noch einen anderen Grund, denn mir ist doch schon wieder eine Schlagzeile untergekommen von der Bildzeitung. So, wie voll wird es auf die oder auf den Kanaren, irgend so eine Überschrift schon wieder, wo sie natürlich dann befürchten oder sagen, dass hier alle herkommen und vorab schon wieder Panik stiften. Und deswegen bin ich hier am Strand abgefahren, hier mit dem Fahrrad und gelaufen hier in Maspalomas am Strand und von der hinteren Seite, von der Dünenseite Richtung Strand geguckt, also alle Menschen liegen da in kleinen Gruppen versetzt und im Abstand voneinander. Also überhaupt kein Problem, da könnte jede Polizeistreife kommen und das auch dann bestätigen. Wenn man natürlich jetzt von hier schaut, dann sieht es natürlich ganz anders aus und je nachdem, von welcher Perspektive ich das Foto mache. Und da ja Wochenende ist, schönes Wetter, wenig Wind, keine Wellen, ist es also natürlich ein Badetag für die Spanier, auch für die Kanaren und für alle anderen, die jetzt hier sind, an den Strand zu gehen. Also nur das für mich als Kontrolle oder als Realität, was hier los ist. So, dann lassen Sie uns die Nachrichten ganz einfach mal. Es kommt nichts Gutes auf uns zu, und zwar eine Schwefelwolke kommt auf die Kanaren zu während der Nacht, und zwar von einem Vulkan. Von den kleinen Antillen, Surié heißt der Vulkan auf St. Vincent, ist der wohl ausgebrochen und die Wolke kommt auf die Kanaren zu. Und das hat auch das dominikanische Domrep-Portal berichtet und das werde ich als Link mit beihängen und dass man das nachlesen kann. So. Die Politik und die Justiz sind sich uneins über die Corona-Maßnahmen nach Ende des Alarmzustands. Also die sagen beide unterschiedliche Meinungen und wollen die natürlich durchdiskutieren. So, und das viel gerügte Auffanglager in Teneriffa erfüllt höchsten europäischen Standard. Dazu ist eine Kommission gekommen, die das also bestätigt hat, dass das alles rechtens und alles in Ordnung ist. Und man keine Kritik üben kann an der Unterbringung. Ja, und dann die Meldung, 5 Millionen Urlauber bis Ende 2021 erwartet auf den Kanaren. Natürlich nicht alle aus Deutschland, aber das ist wieder eine Schlagzeile, wo die Bildzeitung dann mit Sicherheit wieder was anderes daraus machen kann. So, und jetzt wurde es bestätigt, keine Negativtests für die Spanier aus dem eigenen Land. Also wenn einer jetzt vom Festland wieder zurückkommt hier, der braucht keinen Negativtest. Man hat ja auch schon mehrere Male was anderes berichtet. Dann wurden Fahrräder in Las Palmas aufgestellt, die man benutzen kann, um die Stadt kennenzulernen. Von City Decla, das ist also eine Firma, die Fahrräder zur Verfügung stellt, und man will das weiter ausbauen. Das kommt sehr gut an, sowohl die Touristen als auch die ansässigen Bürger nutzen das gerne und kommen so mal aufs Fahrrad. So, hier der Blick nochmal auf den Garten vor dem Costa Meloneras. Auch hier sitzen und liegen die Leute. Und hier ist auch keine Überfüllung und hier ist auch keiner zu eng und zu dicht aufeinander. So, und jetzt gehen wir nochmal in die andere Richtung. Das war mit den Nachrichten. Nein, noch zwei habe ich. 5 mutmaßliche Kapitäne wurden festgenommen wegen gefährlicher Migrationsschleusung. Mit 5 Toten haben sie sich vor Gericht zu verantworten, weil die natürlich dafür verantwortlich waren. 2 Flüchtlingsboote sind vor Fuerteventura angekommen mit 66 Migranten, alle wohl auf. Die hat man
im vergangenen Tag da aufgenommen. So, das waren die Nachrichten für heute und jetzt nehmen wir uns hier mal die Realität vorher am Strand. Ich werde ein paar Meter gehen. Es ist jetzt 17 Uhr. Wir haben 23 Grad, wir haben leichten Wind. Heute kommt er wieder vom Meer. Und so. Ja, auch wenn ich mit dem Moped unterwegs bin, dann ist es natürlich dann auch immer eine Zeitaufnahme, wie es da im Moment aussieht, wie viel los ist. Und um solchen Schlagzeilen natürlich auch ein bisschen vorzubeugen, werde ich dann mich auch immer schlau machen, wo viel los sein könnte. So, und man hört alle Sprachen, also Polnisch, Russisch. Da kommen schon einige Leute jetzt her. Nochmals, vielleicht heute Morgen habe ich es schon mal erwähnt. Und vielleicht können das ja auch einige Menschen erwähnen oder ihre Meinung sagen, die jetzt auf eigene Faust hierher gekommen sind, sozusagen Flug gebucht haben, beziehungsweise mit Umsteigen Madrid oder Barcelona. Ich habe also wieder mit Leuten gesprochen und die sagen, der Urlaub ist leider zu Ende und sie sind traurig, dass sie es nicht von viel früher gemacht haben. Und es war ein wunderschöner Urlaub, ein anderer Urlaub und das ist natürlich auch ganz normal jetzt, was man erwartet, ob man jetzt das Ausgehen erwartet. Aber die haben gesagt, die waren voll zufrieden und haben die Zeit sehr genossen. So, jetzt muss ich aufpassen, jetzt werden es natürlich wieder sehr viele. Gerade war hier überhaupt nichts los. Aber so hier über dem Wasser kann man schon noch aufnehmen. Ich wechsle mal. Ja, und die waren also sehr, sehr froh, dass sie den Sprung gemacht haben, weil ich lese ja auch nach, wir warten, wir warten, wir warten. Jeder kann natürlich das tun, was er machen möchte, aber ich glaube, es wird keiner den Tag bereuen oder den Urlaub bereuen, wenn er trotzdem hierher kommt. So, und das ist jetzt der Weg. Hier laufen die Menschen im Abstand von 20, 30 Metern. Also kein Gedränge. Hier im Lokal im El Senador, habe ich vorhin gesehen, sitzen sie alle. Es ist zu, ich schätze mal, 30% gefüllt. Die Tische schon weit auseinander und maximal 4 Personen. Also, alles hier im grünen Bereich. Und hier ist auch schon wieder ein bisschen Wasser hochgekommen. Aber die Mauer hält noch. So, und ich mache jetzt hier aus Privatsphärgründen, mache ich jetzt hier Schluss und sage ganz einfach,